gerade bei Kilometer 26. Der große Checkpoint mit unserem ersten V1 kommt jetzt in 5 Kilometer. Dann bleiben hoffentlich einige, die hinter mir sind, noch mit dabei und rennen mit uns durch die Nacht. Markus, danke für den Kinderpark. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Arbeit. Sehr gut, erste Verpflegungsstelle. Alle super safe hier durchgekommen. Die Jungs und Mädels haben hier Wassermelone vorbereitet für alle. Geht's gleich los. Jeder freut sich, dass er hier was Kaltes zu trinken hat. Und ich suche mir jetzt gerade meinen richtigen Socken aus, den ich für die nächsten Kilometer anziehen will. Kilometer 40 ist in den Büchern. Jetzt geht es ein bisschen auf, aber die Beine sind schon ein bisschen schwer. Gut, Fuel auffüllen, viel Elektrolyte, viel Magnesium, Salz, also alles gut. Schöne Gruppe, guter Flow drin und ich würde sagen, alle sind höchst motiviert und emotional aufgeladen. Wir sind von 60 auf 40, jetzt sind wir noch 10, die mit uns durch die Nacht streifen, sternenklar. Domi geht's gut. Den zwei Jungs, drei Jungs, die mitlaufen. Hannes, Alex und Matze auch fantastisch. Und wir schauen, was die Nacht bringt. Oh. Oh. Also, mir geht's eigentlich so mental ganz gut. Körperlich ist es schon eine harte Nuss, extrem schwere Oberschenkel, sind echt richtig zu. Aber sonst gut. Overall bin ich richtig happy, richtig zufrieden. Starke Unterstützung von extrem aufmerksamen Leuten, starke Crew und einfach richtig, richtig gut. Matze aus Berlin, wo ist er denn eigentlich? Ja, hier hinten, ne? Der Matze aus Berlin. Schicksal. Auch 100 Kilometer gerockt, alles unter 10 Stunden. Naja, und jetzt sind die Verrückten da. Und die versuchen irgendwie uns drei jetzt noch da hochzubringen. Wir sind immer noch geflasht, oder? Sagst du auch mal was? Mega. Ja, danke. Wir sind geflasht, wir sind drauf, aber wir sind schon noch ein bisschen platt. Jetzt ja. Lassen wir uns von der Meute da mal hochtragen. Ja, fantastisch. Mit ca. 20 Jungs und Mädels aus Deutschland sind wir jetzt gerade hier im Olympiastadion los. Der schaut verdammt steil aus, es ist steil. Da ist manchmal schnell, es geht besser als Rennen. Ja, wir sind schwer motiviert. Sind die ersten 2 Kilometer wieder. Und ja, mal schauen, was der Tag bringt. Einen roten Sonnenaufgang hatten wir gerade. Die Beine sind fit, aber dafür muss das Tempo ein bisschen runtergedrosselt werden. We'll keep on running, würde ich sagen. Ja, this is life. With each step you take, there lies a consequence. But sometimes those consequences are relentless and you feel resentment, especially when that pressure's got you fading from your soul in the distance. But this is life. It's mystic, miraculous. Also der Schweinehund ist heute mehrfache Tode gestorben mit mir. Ich habe jedes Mal gewonnen. Ja, heute gibt's kein Zurück. Heute hole ich mir
das vom letzten Jahr zurück, was ich letztes Jahr nicht fertig machen konnte. Oh, das ist total krass hier. Jetzt sind wir hier schön hochgeballert in so einer Pace, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, es ist 9.53 Uhr, wir haben nur noch 1300 Höhenmeter Höhe vor uns und es ist alles eine Lüge. Es ist gequält. Schaut euch den Makoc an, der liegt da halb und lässt sich eingremen und das Genack irgendwie kühlen. Aber uns geht's gut. Wir haben hier eine tolle Crew, alle am Start und die werden uns schon noch da hochschleifen, weil das haben sie uns versprochen. Dann ist die jetzt halt nochmal 1400 Höhenmeter. Jetzt wurde ich gerade hervorragend verpflegt von den Boys. Hast du mal nach einer gefragt oder so drin? Achso, doch. Ich hast du jetzt einen? Ja. Und jetzt geht's nochmal hoch. Die haben gerade eben mir gesagt, dass es noch 1200 Höhenmeter sind. What the fuck? Was ist denn das für ein Game? Ende. Geht schon. Backmaß. Hochräumen. Das ist die Autobahn hoch. Ah. So langsam spüre ich die Kilometer, ne? Zum Berg. Aber wir sind hier. Einfach mal gebucht.